Auf dem Pariser Autosalon stand der neue Audi Q5 natürlich ungetarnt. Die Betonung liegt hierbei auf Stand. Noch vor dem Autosalon durfte ich in einem zugegeben schwach getarnten Audi Q5 mitfahren. Das sollte uns einen Eindruck geben und zum anderen durfte ich ein Interview vom Beifahrersitz aus führen. Wir sind unterwegs im neuen Audi Q5 und neben mir sitzt Dr. Ulrich Wittmann und der wird uns jetzt ein bisschen was zu dem Auto, zu dem komplett neuen Audi Q5 erzählen. Schönen guten Tag, Herr Wittmann. Guten Tag, Herr Götze. Als erstes interessiert mich natürlich, der Q5 ist ja nun mal einer der Bestseller, wenn nicht sogar der Bestseller in diesem Segment. Wie verbessert man so ein Auto für die neue Generation? Ja, wir haben uns natürlich zunächst erst einmal all die Gene angesehen, die den alten Q5 so stark gemacht haben und haben diese in allen Dimensionen weiterentwickelt. So ist der Innenraum erst einmal, in dem wir jetzt hier sitzen, größer geworden und ist damit der größte auch in Zukunft in seinem Segment. Wir haben die Kofferraumvolumen nochmal weiterentwickelt, also auch die Beladbarkeit hat gewonnen. Der Fahrkomfort wurde weiterentwickelt, also das Auto ist in allen Dimensionen nochmal eben weiterentwickelt worden. Dazu haben wir natürlich alle Teile, die den Q5 ausmachen, natürlich nochmal angefasst und damit sozusagen ein neues, kompaktes Set entwickelt. Und wie haben Sie die einzelnen Komponenten weiterentwickelt, wenn Sie sagen, der Innenraum ist größer geworden? Ich glaube, die Außenmaße sind ja nur geringfügig größer. Genau, das heißt, wir haben in allen Punkten eben nochmal optimiert, im Innenraum eben knapp 15 mm zugelegt. Und das heißt, Sie müssen in allen Querschnitten dann nochmal optimieren. Wir haben das Fahrzeug leichter gemacht, in Summe eben bei einer 80 Kilo. Da muss jedes Teil im Fahrzeug angefasst werden. Und so sehen Sie, man gibt es nicht einen Kniff, sondern Sie müssen im Prinzip an alle Teile ran, um dann so ein Set zu entwickeln. Okay. Und gibt es ein Part oder eine Komponente, auf die Sie besonders stolz sind beim neuen Audi? Ja gut, als Leiter der Aufbauentwicklung ist mir natürlich ganz wichtig gewesen, dass wir meine Umfänge sauber ins Ziel fahren. So haben wir den Leichtbau des Fahrzeugs vorangetrieben. Also wir haben eine intelligente Materialmixkombination gewählt für die Karosserie. Und das hat uns eben in die Lage versetzt, die leichteste Karosserie in diesem Segment im Wettbewerb zu realisieren. Und wir haben einen CW-Wert realisiert von 0,30 und das ist auch Benchmark in diesem Segment. Also darauf bin ich als Aufbauentwickler ganz stolz, weil das genau unser Entwicklungsbeitrag war an diesem Fahrzeug. Okay. Und Sie haben das Thema Leichtbau schon angesprochen. 80 Kilo, sagen Sie, in etwa eingespart. Hauptsächlich über die Karosserie oder? Die Karosserie ist immer ein wichtiges Element, weil fast alle Teile an die Karosserie eben andocken. Aber Sie müssen, wenn Sie so viel Gewicht holen wollen, natürlich an allen Elementen arbeiten, nicht nur an der Karosserie. Da wird jedes Element betrachtet und wir nehmen die Gewichte aller Einzelteile sehr, sehr genau in die Lupe, schon während der Entwicklung, schon in der ganz frühen Phase, um dann sowas zu erreichen. Mhm. Und wie viel Kilo konnten Sie bei der Karosserie allein einsparen? Also die Karosserie ist bei verbesserten Eigenschaften, also größerer Steifigkeit, größeren Crash-Anforderungen, die weltweit bestehen, um etwa 20 bis 25 Kilo leichter geworden und der Rest kommt aus den anderen Teilen des Fahrzeugs. Okay. Aus wie vielen Neuteilen besteht der Q5? Wurden irgendwelche Teile vom alten Fahrzeug übernommen oder gibt es nur Neuteile? Also ich wüsste jetzt nicht, dass wir noch einen Übernahmeteil haben. Selbst der Spiegel ist neu entwickelt. Okay. Also tatsächlich 100% Neuteile. Ja, wir haben natürlich eine Familienverwandtschaft des Q5 mit der A4, A5 Familie. Das heißt, es gibt natürlich Elemente, die wir zu diesem Fahrzeug neu entwickelt haben und die hier weiter übernommen wurden, wie beispielsweise das Klimabedienteil, das eben mit dem Audi A4 neu eingeführt wurde und was eben
dazu gedient hat. Und wir haben natürlich gleich die Familienauslegung gemacht, sodass man das auch in diesem Fahrzeug verwenden kann. Aber das ist auch sozusagen im Vergleich zum alten Fahrzeug. Sagen, da gab es ja mal den alten nicht. Ja, genau. Genau. Okay. Sie sagten es ja gerade schon, Familienverwandtschaft zum A4. Welche Motoren sind für den neuen Q5 geplant? Ja, wir haben ein effizientes Paket geschnürt aus Benzin- und Dieselmotoren. Das geht also von einem Vierzylinder Benziner bis zum Sechszylinder Diesel. Und ich denke, damit haben wir alles zur Verfügung, was in diesem Segment benötigt wird. Wird die komplette Motorenpalette vom A4 übernommen? Ja, im Wesentlichen kommen ähnliche Aggregate zum Einsatz, aber die werden natürlich alle auf den Q5 appliziert, weil sie ja natürlich andere Trimlagen und andere Fahrzeuggewichte haben. Das heißt, sie müssen diese Aggregate neu applizieren, aber die Grundmotoren stammen natürlich aus der gemeinsamen Entwicklung. Okay. Wenn Sie davon sprechen, dass sie weiterentwickelt werden, heißt es mehr Leistung? Das heißt, Leistung, Drehmoment und Effizienz. Effizienz ist uns natürlich sehr wichtig. Das heißt, wir schauen natürlich, dass wir die Fahrzeuge immer sparsamer entwickeln, trotz eben gestiegener Anforderungen der Kunden an mehr Wunsch nach Drehmoment und Fahrspaß. Und Sie sehen ja, wenn wir hier auf diesem Kurs unterwegs sind, dass der Motor eigentlich auch so ein bisschen Fahrspaß vermittelt. Das heißt, neben Fahrspaß ist uns die Effizienz wichtig und beides haben wir hier weiterentwickelt. Okay. Und in welchem Fahrzeug, mit welcher Motorisierung sitzen wir jetzt? Also wir sitzen jetzt hier in einem Fahrzeug mit einem 2-Liter TFSI-Motor mit Quattro-Antrieb und der ist sicher ein sehr häufig genommenes Aggregat dann in diesem Fahrzeug, wenn wir mal die Weltmärkte anschauen, weil wir verkaufen den Q5 ja nicht nur in Europa, sondern in allen Weltregionen. Wie viel Leistung hat dieser Motor, den Q5? Also ich weiß jetzt nicht, welche Variante haben wir denn hier, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, der hat die 190 PS Variante, da müsste ich jetzt mal ins Datenblatt schauen, aber okay. Ich nehme an, dass das hier die 190 PS Variante ist, die wir hier im Fahrzeug verbaut haben. Und Sie haben es gerade schon mal kurz angesprochen, Quattro-Antrieb. Würde es den neuen Q5 weiterhin auch mit Frontantrieb geben? Ja, wir planen zum späteren Zeitpunkt das Angebot einer Frontvariante. Aber zum Marktstart wird sie jetzt ausschließlich mit Quattro. Ja. Okay. Und wie sieht es aus beim Thema Plug-in-Hybrid? Ist da was geplant? Wir haben einen Plug-in-Hybrid im Konzept berücksichtigt. Der wird auch zum späteren Zeitpunkt angeboten werden. Das ist alles entsprechend ausgelegt. Was heißt zum späteren Zeitpunkt? Wann können die Kunden damit rechnen? Steht noch nicht genau fest. Da sind wir in der Ausplanung. Okay. Und ist auch ein vollelektrischer Q5 geplant? Haben wir aktuell nicht in der Planung, aber natürlich kann man überlegen, ob man auch sowas macht. Aber aktuell gibt es das nicht. Plug-in-Hybride sind im Moment eigentlich die Technologie, die wir uns vorstellen können und die wir jetzt konkret bearbeiten. Okay. Und wie sieht es aus mit einem Top-Modell? Ja, natürlich gibt es da auch Überlegungen. Sie wissen ja, dass wir heute ein SQ5 haben und natürlich arbeiten wir auch an solchen Spitzenmodellen. Aber ich denke, da verraten wir jetzt noch nichts. Das ist nochmal einen eigenen Event wert. Okay. Werden wir das erste Mal das RS-Kürzel am Q5 sehen? Herr Schlossmacher, ich glaube, da verraten wir jetzt noch nichts, aber es gibt natürlich viele Ideen, weil Sie sehen, das Fahrzeug bewegt sich sehr händlich und da kann man sicher auch sportliche Fahrzeuge darauf ableiten. Okay. Jetzt fahren wir, glaube ich, im Komfortmodus. Ja, also wir können hier über dieses Drive Select auch in Dynamik gehen. Das ist jetzt hier ein Fahrzeug mit Luftfeder, das heißt, Sie können das Fahrzeug auch anheben. Und darauf sind wir eben ganz besonders stolz, weil wir eben hier jetzt erstmalig im Q5 auch eine Luftfeder realisiert haben. Okay, die ist aber nicht seriengesetzt. Die ist optional und bietet eben dann auch, wenn Sie im Gelände auf Forstwegen unterwegs sind, noch mehr Bodenfreiheit beispielsweise.
aber Sie können auch am Autobahnniveau dann das Fahrzeug weiter absenken, was die Aerodynamik noch weiter verbessert. Während der aktuelle Audi Q5 als 2 Liter Diesel mit 150 PS und Frontantrieb für 37.400 Euro beim Händler steht, beginnt die zweite Generation mit dem 2 Liter Selbstzünder mit jetzt 163 PS bei gut 45.000 Euro. Das ist natürlich trotz verbesserter Assistenzsysteme und jetzt serienmäßigem Allrad ein heftiger Aufschlag.